Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dynasty Warriors Volume 2 für Sony's PlayStation Portable. Wir machen jetzt das Finale von Sun Jian's Musou Modus mit der Schlacht von Yiling. Angetrieben durch ihren Durst auf Rache an der Provinz Jing, fielen die Truppen Shus in Yiling ein. In außergewöhnlich großer Formation rückten sie vor und hofften Wu zu besiegen. Aber junge General Lu Xun wart schon auf seine Feinde. Das brennende Verlangen der Wu-Truppen traf auf den gebündelten Hass der Shu-Streitmacht. Ja. Liu Bei will Rache für den Tod von Kuan Yu und Zheng Fei. Rast jetzt in seinem Verderben. Denn Su Ran wartet mit Lu Xun auf einen Fehler und macht dann den Feuerangriff. Man kennt's. Hinter diesem Angriff steckt Liu Beis Zorn gegen uns. Aber wir werden ihn bei Yiling besiegen. Ja, wie auch immer sein Motiv lauten mögen. Wenn er uns angreift, werden wir zurückschlagen. Liu Beis Truppen erstrecken sich über eine lange Frontlinie. Aber in einer solch langen Linie bieten sich auch Lücken. Wir werden zunächst abwarten. Und erst dann zuschlagen, wenn die rechte Zeit gekommen ist. Sagt Ganning, der historisch gesehen hier gestorben ist. Denn Shamoke hat ihn eiskalt getötet und auch in den Hinterhalt gelockt. Ja, bleiben bei Pono, bleiben bei unserer Konstellation. Warum nicht? Liu Bei muss vernichtet werden, Sun Quan darf nicht sterben. Man kennt's. Die Wu-Truppen, Ling Tong mit Quan Song, Gan Ning mit Ding Feng, Sun Quan mit Sun Cheng Xiang. Ist wieder geschieden von Liu Bei oder was? Ist eigentlich die Ehefrau von Liu Bei zu dem Zeitpunkt gewesen. Und Luxo mit Juran, die müssen wir wahrscheinlich eskortieren zum Feuerangriff. Zum Punkt, wo ein Feuerangriff stattfinden soll. Wei Yan mit Wu Lan. Yan Yan bei Zhang Yi. Ma Dai mit Wang Ping. Shao Yun mit Leitung Ma Zhong. Ma Liang mit Ma Su. Li Yan und Shamoke, also. Zhang Bao und Fa Cheng. Zhu Liang und Liu Hua und Liu Bei mit Guan Xing und Guan Su, der aussieht wie ein römischer Feldherr. Guan Su, was mit dir passiert? Und ihr seht, die Schlacht von Yiling sieht irgendwie anders aus auf der Seite der Wu-Truppen. Interessant. Was Shu braucht, wenn sie nicht fürchten, dann alle bereit euch frohen Muts auf den Kampf vor. Erst und Quan. Ich bin aber nicht frohen Muts, ich bin Level 1, okay? Deswegen zünden wir die Gegner mal an. Aber sonst schnell in unser Verderben kommen. Nein, absolut kein Damage, ne? Das ist zum Fremdschämen hier. Kann halt auch nichts machen, ne? Ohne Musu-Leiste ist einfach nur zum Kotzen. Jetzt zum Glück wieder voll. Weißt du was? Wir holen uns direkt. Direkt zu Beginn fängt schon scheiße an, muss man einfach mal sagen. Naja. So, jetzt durch. Vogelschützen. Ah, zum Glück sind wir nicht in Dynasty Warriors 3, Mensch. Die Bogenschützen. Link schon Quanzong. Nerd. Ihr kriegt das schon hin. Kann Lu Xun jetzt mal sagen, was er vorhat? Oder Juran? Was ist jetzt los hier? Feuerangriff-Party, dachte ich. Hab mich schon eingecremt mit Sonnencreme. Glaubt zwar nicht, dass es hilft. Da, ich habe einen guten Plan. Schnell, auf zum Vor. Festliche Festung. Na gut, erstmal unterstützen wir Gan Ning. Der leider hier nur Level 1 ist, ne? Und nicht wie im letzten Part, wo ich Schlacht vor ihr Fail gemacht habe, Level 8. Cheng Liao war ein Witz. War nur Level 4 und konnte gar nichts. Gan Ning einfach stärker als Zheng Liao. Bei Yifei. Ah. Ein bisschen unrealistisch. Klar ist Gan Ning auch stark gewesen bei Yifei, aber Zheng Liao, Mann. Times 2 ist 5. Yan Yan, willkommen im Club der alten Säcke. Flump! Beide gleichzeitig erwischt. Das nenne ich mal cringe. I'm on fire! Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Der alte Sack ist weg. Und hier gibt's Besuch, oder was? Oh, wo kommen die jetzt alle weg?
Ist ja richtig nervig. Was ist das denn für Mist? Kommen ja aus allen Richtungen jetzt. Oh, Lukes Hunde darf nicht sterben, glaube ich. War ja explizit nicht gesagt wohl, ne? Darf ich auch noch mitspielen, oder? Das ist jetzt... Ja, okay, ist gegessen. Ich darf nicht mehr mitspielen. Die haben echt ein Talent dafür, mich hochzuschmeißen. Wenn ich hochgeschmissen wäre, funktioniert meine Taktik nicht mit Musu als Konter benutzen. So viel ist mal sicher. Kann man den Move nicht blocken? Geht irgendwie immer durch den Block. Ich liebe es, wenn das echt durch den Block gehen sollte. Wir haben ja kein Lichtelement oder so. Da liegt es jetzt nicht. It's time! Ich habe ein bisschen Schiss um Luxon. Not gonna lie. Ich vertraue ihm nicht. Deswegen assistieren wir Luxon. Damit Wei Yan ist jetzt auch nicht unbedingt zu spaßen. Wenn wir ehrlich sind. Haben wir ja schon eine Aktion gesehen. Genau in dieser Schlacht haben wir Wei Yan gespielt in der Shoe Story. Falls ihr euch erinnert. Und mit dem bin ich ja richtig abgegangen. Das ist halt auch nicht schlecht. Der Breakdance-Move und so. Ach komm. Wofür haben wir es denn? Wir kriegen ja schon nochmal wieder. Da jede Sekunde zählt. Oh nein. Na gut, Link schon ein Level bekommen, Mann. Wir müssen echt zusehen, dass wir jetzt die Burg da oben einnehmen. Damit das Feuer sich ausbreiten kann. Wir müssen mal durch das Labyrinth der scheinenden Wächter, was wahrscheinlich hier ein bisschen komisch umgesetzt ist. Schauen wir. Deines Warriors 5 war es ganz lustig umgesetzt. Komische Schleichwege, labyrinthartig. War ganz netter und konnte halt die Fackeln nutzen. Um den Weg so ein bisschen vorgegeben. Das war dann wiederum ein bisschen lame. Mit den Fackeln. Einfach erstochen. So. Auf dem Pferd, auf die Pferde, plötzlich los! Wer bist du denn? Quanzong wahrscheinlich, der rast richtig aus, ey. Von Ganning, der Unteroffizier. Macht er gut. Macht er gut. Das ist ein besserer General, als ich je gehört habe. Ihr seid ein besserer General, als ich gehört habe. Deines Warriors 3 immer. Kann sogar Dongju zu Lu Wu sagen, was absolut keinen Sinn macht. Ist dann ultra lustig. Ja, das gibt's nur in Deines Warriors 3, so der Form. Schade eigentlich. Das Gebiet des Feindes gehört uns, ja. Und Ling Chong gehört denen, weil er keine Chance hat. Zeit, dass wir hier uns ein bisschen beeilen. Kann das sein? Das kann sein. It's time. Ey, Wang Ping. Also. Nee. Böse aus. Das machen wir nicht hier. Oh, jetzt hat es nicht gekommen, weil er weggesprungen ist. Ich habe ihn trotzdem erwischt. Weil der Musu von Sun Jian so geil ist. So ein Sprint nach vorne am Ende. So gut. Ha, Angriffslad, die mache ich ganz gerne, die sind böse. Aber das Gute ist, die gehen schnell down. Weil die nicht blocken. Ach, da sind sie ja schon, die ganzen Pappenheimer. Denn dann auf geht's, worauf warte ich? Denn eigentlich noch. Ist schon einer wieder gestorben vor unseren Leuten, ich glaube ja. Das ist ja vor Idioten umzingelt, Leute. Ha! Alpha eiskalt gekontert. Gerade sagen. Wie oft sollt ihr noch mashen? Seid ihr bescheuert? Ist jetzt mal Schluss hier? Mashen, Alter. Okay. Okay. Ist okay. Kann ich mit leben. Mal da, jetzt gibt es die Racheaktion. So.
Tschüss, Mann. Zwei. Wirklich gucken, was abgeht. Okay. Habe ich mir eingebildet, dass jemand gestorben ist? Nämlich nicht der Fall. So, das müssen wir jetzt ganz schnell einnehmen. Chao Yun verteidigt das. Der wahrscheinlich nicht mal Level 1 ist. Viel zu spät gemasht. Trotzdem noch geschafft. Geil. Ach, fuck my life, Alter. Guck mal auf Karte. Was ist denn hier los? Sieht aus, als wäre ich Level 10. Selbst dann wäre es nervig. Guckt euch das an. Taste my blade. Tschüss, Mann. Ja, das war jetzt echt wichtig. Wie hier auf einmal los war. Boah, war das schrecklich. Das war echt nicht cool. Hervorragender Stil. Das sollte ich mir auch mal merken. Luxon. Ja, ich habe die da jetzt so erst 3 Stimmen gegeben. Boah, einfach spricht wie Mauzi von Team Rocket. Gleicher Synchronsprecher auf Deutsch. So, ciao, Jon. It's time. Danke. Oh, warum kommt er denn jetzt? Ausgerechnet jetzt. Leitung, du und deine lange Leitung. Nein! Oh Gott, ist das nervig. Ich benutze gleich Zuziehe. Ich benutze jetzt auch. Er hat sich geopfert for the greater good. Er hat sich geopfert, Leute. Oh, er ist hinter meine Deckung gekommen. Okay, ich bleibe jetzt liegen. Boah, das ist echt schwer. Viele Offiziere hier auf einmal. Taste my blade. So, gut, dass wir nicht durchspawnen haben. Zuziehen müsste jetzt auch respawnen. Außergewöhnlich hohe Kampfkunst. Und ich hoffe, der Feuerangriff wird sich lohnen. Der Brückenleger ist in Position. Schön. Sofort stürmen. Ja, ich wäre es mit dem Feuerangriff. Guck, zuziehst du da weg. Wie wäre es mit einem Feuerangriff? Ich wiederhole mich nur ungern. Miau. Scheiße, ich brauche neue Vorräte. Feuer legen. Feuerangriff war erfolgreich. Wow. Mindblowing, der Feuerangriff. Naja, was soll's. Wir brauchen auf jeden Fall Vorräte, ey. Sonst haben wir hier keine gute Zeit. Boah, was ist das für ein großes Gebiet, ey. Für PSP, da ist das Verhältnis so, eieiei. Heftig. Zwei Offiziere verstecken sich hier und das ist einer davon. Zheng Dao. Das ist nicht der gelbe Turban-Typ, das ist der Sohn von Zheng Fei. Wer war seine Frau? Tante von Dynasty Warriors 9 DLC. Shao Ji oder wie die ist. Ich weiß auch nicht, wie die ist. So ein irrelevanter Charakter. Komm, stehen geblieben. Vor allem jetzt so ein kleines Mädchen. Sie war mit Zheng Fei zusammen. Und das war Lian. Guck, alles ohne Feuerangriff. Schuhtruppen sind zurückgeschlagen worden. Oh nein. Gut, du bist gelevelt, Gunning. Du schaffst das schon ohne mich. Hust, hust, hust. Festung können die anderen einnehmen, aber ich kann Lust drauf. Ich liebe die Mucke, ja. Hier lingert immer ein Banger-Soundtrack. In jeden Dynasty Warriors, wirklich. Literally in jeden. Schlacht vor den Link-Spiel, jetzt weiß der Soundtrack ist ein Banger. Sehr schön. Sind auch schon Level 7. Welchen Schatz kann man finden? Schatzkammer ist bestimmt hier. Ist so ein Umweg hierfür. Alle auslöschen mit einem Schlag. Ja, so ein Jian. Leider geht das nicht so einfach, selbst wenn du deine Range erhöhst. Ein Schlag im Chaos Mode. Nee. Dann müssen wir schon auf easy spielen.
It's time. Guck mal, schau mal den Musu-Zorn wieder. Ich brauche nichts. Den habe ich eben gut verwendet. Na gut, das hätte ich auch später bei Chao Yun verwenden können. Das stimmt schon. Nein, da ist schon das Zeitlimit. Kacki. Brauchen ganz dringend Versorgungslager, sonst haben wir ein Problem. Trotzdem war ich spannend. Mal erst den Quatsch hier. Du willst kämpfen? Fand ich den Schurkenanführer. Ja, lass mich mal durch. Ich muss hier kurz was klären, okay? Mit eurem Boss. Es ist nichts Persönliches. Ah, komm. Wie gesagt, das Zeitlimit. Nimm dies als Zeichen unseres Dankes. Ein Schatz, den niemand braucht. Das Feuer scheint schlecht geworden zu sein. Was hat denn der Feuerangriff dann gebracht? Das ist der schlechteste Yiling-Feuerangriff, den ich je gesehen habe. Wirklich. Von nix gebracht. Die haben so viel Abwehr, dass wir gar keinen Schaden machen. Da zieht man ganz gerne Huren Geist, Feuerfähigkeit. Weil gegen Feuer kann man sich nicht rüsten. Das spielen ja nicht Final Fantasy, wo irgendwie Anti-Feuer oder so Equipment geben kannst. Das gibt's in Dynasty Warriors nicht. Magic Resistance. Das gibt's wirklich nicht. Kein Dynasty Warriors. Von daher ja. Wobei, gab es nicht irgendwo Elementar widerstehen oder irgendwas? Doch in Engendice Wars gab es das. Ich glaube, es war 5 Extreme Legends. Hm. Naja, cool, ich hab mich vielleicht da falsch liegt, ich weiß nicht mehr. Aber so von wegen Feuerrüstung erhöhen oder so. Weniger Feuerschaden erleiden, das gibt's wirklich nicht. Von daher war es ja nicht verkehrt, was ich gesagt habe. Flumm! Ihr schafft das, ne? Ich vertraue euch. Ganz wichtig, dass wir das einnehmen. Weil das Zeitlimit weg ist. Hä, warum das denn? Wegen Erholen? Mhm. Ich sehe, warum wir jetzt Zeit wieder bekommen. Ah, wegen dem Dorf vielleicht? Wenn Schwungern für getötet haben, maybe. Ich glaube, es gibt einen noch Zeit zurück. Ich glaube, es hat sogar 10 Minuten gegeben. Das heißt, hätte ich das nicht geschafft, for whatever reason, den Schurkenanführer zu besiegen. Dann wäre das Game Over gewesen. Da hätte ich, glaube ich, 10 Minuten verloren. Wie beim Fadenschloss, da habe ich es auch einmal nicht geschafft. Da muss man ja ganz viele besiegen in einer gewissen Zeit, oder? Das ist oftmals nicht möglich. Das ist zu schwer. Oh, ich vermisse Sun Jian jetzt schon, ey. Nochmal richtig genießen, ey. Ach, Mann. Sein Feuerangriff und alles. Ich vermisse es einfach. Guck mal, wie schön das ist. Chaos war nicht ganz so gut, weil die Gegner so aggressiv sind. Ich habe ein bisschen Startup-Lag. Wenn man meistens unterbrochen, aber wenn es durchkommt, oh Gott. So satisfying. Dieser scheiß Feuerangriff. Gut, dass Suzi die Fährmann-Ability hat. Und nicht übers Wasser jetzt. Da oben schnell assistieren. Ich hoffe, die schaffen es da unten, die Burg einzunehmen, wenn nicht, weine nicht. So schwer ist nun jetzt auch wieder nicht. Zeigen wir es ihnen. Ja, zeig's mir. Nein, Maliang. Deine Stärke wird sie nicht retten, sagt der Stratege, der überhaupt nicht stark ist. Okay. Wie er meint, ne? Wie er meint. Guck, mit Fairman Ability kommen wir da rüber bei dem Fluss. Der Feind will uns bloß verwirren. Beruhigt euch und haltet euch an den Plan. Labyrinth der Steinerwächter. Jo, ja. Ja, auf Wu-Seite macht die Schlacht mehr Sinn. Weil auf Schuh-Seite hatten die Wu-Truppen das Labyrinth der Steinerwächter irgendwie eingenommen. Das war ein bisschen strange.
Wie gesagt, so ein Irrgarten mit vielen Wegen, aber die Fackeln weisen den Weg. Hallo, Jan. Lange nicht gesehen, altes Haus, ne? Deine LAN-Party endet hier, Wulan. Dann halt nicht, dann so. Spielverderber. Ich wollte es doch nur cool finishen. Mann. Woher da kommt. Hin und her. Hi. I'm on fire today. Ich werde dich aufhalten. Ja, träum weiter. Wird leider nie passieren, Kumpel. Leuchtet der rot? Hat der Angriffsbuff oder liegt das an dem Feuer hier? Weiß ich jetzt nicht. Guck mal, wie der leidet. Er hat gar keine Chance. Flom. Guten Flug wünsche ich mit Sunjian Airlines. Goodbye. Jetzt mache ich wieder das Big Brain Play. Ach ne, jetzt will ich Rückzug. Kommt nämlich gleich der nächste Idiot. Bomben los! Das Bomben, ey. Wutrum mit Bombardiers. Es gibt Sachen, die gibt's gar nicht. Kuturan Gai hat eine Bombeneinheit. Sonst sieht man die eigentlich nur bei Dongju. Sag mal ehrlich was. Passt auch eher zu Dongju. Hey! Würden Sie von ihr nur an Rost gehen? Ich wäre Ihnen sehr verbunden dafür. Monsieur Madai. Hat nicht gereicht, ne? Das gibt's nicht. Und tschüss, Mann. Oh, diese Fähigkeit von Shang Pu, ne? Das ist meine Lieblingsfähigkeit, muss ich sagen. Die Range Erwin ist sowas von awesome. Ich glaube, Cheng Pu werde ich nicht das letzte Mal spielen. Oh, Ding Feng ist tot. Das ist ja ein Ding. Nein, Ding Feng. Ich bin gespannt, was passiert. Was Luxun sich erhofft, wenn wir das einnehmen. Das Labyrinthenlager da. Ob sich die Map dann ändert oder so. Ich bin gespannt. Wie wollt sie? Ich weiß nämlich nicht mehr. Was machst du da? Ganing. Fuchtelst da rum mit einem Schwert, als hättest du noch nie einen Säbel in der Hand gehabt. Echt. Betäubungsangriff ist nicht gut von Ganing. So. New Year. Zum Glück nur ein Moral-Dings abzuziehen. Autsch. Der ist jetzt mal gut. Oh, es nervt. Ja, Luxun hat es tatsächlich geschafft. Ewig gedauert, aber er hat es geschafft. Er hat es geschafft, Leute. Ich fass es nicht. Level up? Oh, jetzt soll uns echt durchkämpfen. Ich kann kotzen. Hat nichts gemacht, das einzunehmen. Außer, dass wir mehr Zeit bekommen. Gut, dann auf durch das Labyrinth der Steine Wächter. Haben wir ja schon mal gemacht. Seit der Schuharmee, aber. Ist ja jetzt nicht so besonders. Aber wie willst du das auch umsetzen auf dem PSP? Mit diesen einzelnen Maps. Wie willst du das machen? Mich interessiert, wo die Schatzkammer ist, weil erstens glaube ich, dass es hier sogar zwei gibt und zweitens glaube ich, das auch zu wissen. Bei der Festung, wo Jan wieder gespawnt ist. Da wird das sein, glaube ich. Vater ist ein strahlender Held. Danke. Besser als zu wissen, besserer Offizier, als ich gehört habe. Strahlender Held.
strahlender Tiger wohl eher. Vor allen Dingen mit dem zweiten Outfit. Da ist er wirklich der Tiger von Jiang Dong. Das Outfit ist echt cool. Bestes so ein Jian-Outfit, was sie gegeben hat, finde ich. Gebt euch das mal. Sieht so cool aus. Ist wirklich das Beste. Generell, na gut, Cao Caos Outfit gefällt mir nicht so. Das in Dynasty Warriors 4000 mal besser. Aber generell gefallen mir die Kaiser in Dynasty Warriors 5. Bis auf Cao Caos am besten. Von der Outfit. How about this? Außer so ein Quan, der sieht auch ein bisschen komisch aus. Da fehlt dieses Ding auf dem Kopf. Das hat in Dynasty Warriors 4 und 3 gehabt hat. Und 2 auch, meine ich auch. Oh Gott, die Hauptmänner, Leute, was ist denn da los? Wie blöd, dass sie positioniert haben, ich kann kotzen. Komplett verstreut. Absolut nervig. It's time. Ja, time endlich mal durch das Labyrinth der Steine und Wächter zu kommen. Hier sind übrigens die Steine und Wächter. Sehr verpixelt. 4K, by the way. Da hilft auch keine Hochskalierung, um das schön zu machen. So, jetzt muss ich eine Ehrenrunde drehen. Nur damit ich das Gebiet nur eingenommen habe. Vollständigkeitshalber. Mache ich das dann nur. Dann gehört uns. Uns allein das Labyrinth der Steine und Wächter. Das Feuer ist echt weg, ne? Das Feuer ist eiskalt gelöscht worden. Es bricht mir das Herz. Ich bin fast für den Feuerangriff gestorben. Falls ihr euch erinnert. Chao Yun hat es fast geschafft. Fast heißt eben nicht. Ach, wir haben die Formation durchschaut. Passiert tatsächlich was. Jetzt kann ich einfach zurücklatschen. Von wegen Ehrenrunde. Oh, gerade würde ich gesprochen, Chao Yun. Ja, nur Gutes tust. Der hat immer Sounds drauf, ey. Leitung und seine lange Leitung. Goodbye. Auf nimmer Wiedersehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte den Typen nie wiedersehen. Wir werden ihn bestimmt noch oft sehen. Klar. Let's Play ist da noch jung. Chao Yun wird leider noch öfter vorkommen. Ja, wie schnell wir leveln. Ne? Wir haben irgendwas richtig gemacht mit Wachstum. Das haben wir die Liu Bei nicht hatten. So, hier, Cooper. Er sieht einfach aus wie so ein Cooper. Guckt euch das Charakterporträt an. Leider konnte ich ihn nicht töten. Ist egal. Haben wir eben schon. Zhuge Liang. Schaffst du gar nicht. Schaffst du. Ich glaube nicht an ihn, aber egal. Ich muss erst hier an. Genau, weil dieser Bereich ist komplett optional. Hier gibt es eigentlich nichts, da muss eine Schatzkammer sein. Ich denke, hier ist eine Schatzkammer, wenn wir hier komplett durch sind. Und ganz oben links. It's time! Da waren es nur zwei. Ja, Ganing, ich weiß nicht. Musst du wissen? Komm, wir nehmen das Opfer. Opfer! Seine Festung, den kriegen wir jetzt wieder hin, Zuzi. Der arme Zuzi hat sich geopfert, Leute, nur um die zu schwächen. Ja, ich weiß nicht, was ich da verhalten soll, ehrlich. Eine seltsame Fähigkeit, not gonna lie. Aber solange es ein bisschen hilft. Doch, es hilft schon mehr, wenn Zuzi mitkämpft. Jetzt mal ernsthaft. Vielleicht wird das aber auch in der Schatzkammer funktionieren. Das wäre dann wirklich hilfreich. Das probieren wir gleich mal aus. Da wird in der Schatzkammer sein. Zuzi musste ich mehrmals opfern heute. I'm so sorry. So sorry.
Ihr seid das Letzte, die Letzten, meine ich. Flop! Und Suzi ist back. Na gut. Jetzt muss er sich erstmal wieder... Lädt das überhaupt nochmal auf? Thorst kann nur einmal pro Schlacht machen. Der ist lädt auf. Komischer Move. Vielleicht für die andere Schatzkammer, die noch kombiniert. Ich meine, zu meiner letzten Map sind immer zwei Schatzkammern. Lington greift auch Jugeljagen an. Vielleicht müssen wir Jugeljagen gar nicht töten. Jetzt habe ich wirklich Faith in den. Guck mal, Luxon kommt ja auch noch. Schaffen sie. Schafft ihr schon. Macht den Tiger stolz. Ey. Ich werde Bomben. Ich wäre vorsichtig, wenn ich der angreife, früher nicht, dass die Bombe noch hochgeht. You never know. Oh, der Angriff ist echt nicht schlecht. Der sowieso. Sehr schön. Ist nur noch hier ein offenes Feld. Da muss was sein, Leute. Guck mal, was man hier für einen komischen Umweg gehen muss. Mehr als nur Sass. Ach, guck, das Opfer ist gleich aufgeladen. Hey, du Opfer, Digga, mach gleich. Ja, zu... Nein, what? Oh, jetzt levelt Jugeljagen noch. Ist das jetzt euer gottverdammter Ernst? Da ist die Schatzkammer. So, Opfer ist ready. Es ist Juwu, wer auch immer es ist. Es ist ein Magier mit Eis und das gefällt mir schon mal nicht. Guck mal, es zieht echt eine ganze Leiste von denen ab. Das ist wirklich gut. Leute, es ist wirklich gut. Hey, hättest du gedacht? Das ist wirklich verdammt gut. Die Opferfähigkeit für solche Momente wie hier. Taste my blade. Das war wirklich gut. Tutsi, du bist mein Held. Er opfert sich jetzt immer. Und back ist er. Ihr verliert wirklich gegen Jugeljagen. Gegen den Typen in Fächer. Ach, Kinder, was ist das denn jetzt hier? Ja, mein eigener Bombardier, der mich angezündet hat, by the way. Voll gut, gute Stats. Voll die riesen Energieleiste gehabt für Level 1. Ja, nicht schlecht. Luxon auch weg, ja. Ich weiß nicht, ich bin voll Idioten umzingelt, wirklich. Gut, ich hätte den machen können. Jetzt zu spät, ne? Solange die jetzt nicht gelevelt werden. Jugeljagen und so. Dann kämpfen die gerade so gut. Mit Block und allem. Weil die hier nur am Gewinnen sind. Liahua wurde besiegt. Von wem das denn? Ist doch gerade respawned. Guck mal, wer gleich wieder seine Fähigkeit hat. Naja. Vielleicht für die nächste Schatzkammer. We will see. Ich werde nicht zulassen, dass du mir in die Quere kommst. Das war Jugeljagen. Ich glaube, der war ziemlich close mit Luxon und Ganning und so. Trotzdem hätten die gewinnen müssen, Mann. Verteidigungslager hin oder her, ey. So, Zhang Bao. Zeig, was du drauf hast. Wo ist er? Ich werde dich aufhalten. Sehe ich? Der erste Punkt ging auf jeden Fall an mich. Boah, Level 10, ey, wie gemein. Du brennst, Kumpel. Ja, wo brennst denn? Ja, es hat jetzt leider nicht gekommen, Mord. Das ist unfortunate. Hat nicht gereicht. Aber das. Yes. Und tschüss, Mann. Das war nur Fahrzeug.
Fahrzeug, wisst ihr, was ich da immer sage? Ist ja auch ein legendären Spruch für. Fahrt zur Hölle, Fahrzeug. Gut, das war's. Hart erkämpft. Das Traurige ist, unsere Verbündeten haben verloren, wo Zhang Bao noch nicht da war. Level 10. Level 10 Zhang Bao, ey. Boah. Was eine Killermaschine. Er hat echt ziemlich viel ausgehalten, muss man zugeben. Ling Chong, Mensch. Du bist der Letzte, der mir noch bleibt. Ganz Wu-Armee wurde zerstört. Echt traurig, wie wenig der Feuerangriff hier bringt. Ich hab mir am Anfang solche Gedanken gemacht, oh, ich muss schnell den Feuerangriff hinkriegen. Es muss geschehen. Komplett umsonst. Der ganze Stress. Danke. Der letzte Move war ja immer laggiest. Kann man kontern und kriegt einen Free-Angriffsboost. Das ist ganz toll. Ich find's cool. Na, wo ist vorne so neu? Hier direkt in der Mitte oder wie? Ja. Kind of. Ne, random. Oh, wie blöd. Das ist schwer, dann einzunehmen. Ja, die spawnen random. Ah, wer ist mal auf dem Pferd geblieben, Mensch? How about this? Ein Kinderspiel für dich, Herr Ling Tong. Das war aber Wilder Chow Yun-Kampf, der erste echt. Aber interessant. Da war aber auch echt viel los, muss man fairerweise sagen. Zu viel los. Cool. Gunning, wie wär's, wenn du jetzt mal erfolgreich bist? Da oben muss auch noch was sein. Sorry, Zuzi, du darfst dich ein drittes Mal opfern. Da wird auch noch was sein, definitiv. Boah, mein Geist ist schon Level 7, ey. Schnell levelt der, dann ist der richtig geil. Huan, geil. Der Angriff schleudert auch die Truppen so in die Fresse. Ich liebe es. Ja, ich find's cool. Komm her. Hui. Alle Kinder leben hoch. Rasenmäher mit Sun Jian. Dreieck drücken. Rasenmäher passt sogar, ne, weil die grün sind. So, hier wird auch eine Schatzkammer sein, wenn wir es eingenommen haben. Safe. Das wird einfach so sein, ne? Oh, Ling Chong. Nicht so stürmisch. Warte auf mich. Greift da schon das Schuhhauptlager an. Tell Yo Bay, nächstes Mal nicht vor Rache leiden lassen, ne? Rachenmotive, keine guten Motive. Ist das etwa nicht Legacy of Kain gespielt, oder was? Kante der Münze. Nicht einfach nur Rache. Keine Schatzkammer. Keine Schatzkammer, Leute. Ich war überall. Schade. Ich meine, wir haben schon eine. Es gibt Maps, da gibt es noch zwei. Oh, Ling Chong. Schon zieht er sich zurück. Ich soll nicht so stürmisch und huisch, tot. Das war sowas von klar, ne? Dass es nichts wird. Es war einfach nur klar. Schön. Auf zu Liu Bei. Regeln wir das mal. Sun Jian ist eh der Bessere. Von den beiden, von daher.
steht die Ausgangslage schon fest. So. Wieder so ein großes Gebiet hier. Nervig. So was mag ich nicht. Da bin ich froh, ein Pferd zu haben und kein Elefanten oder so. Das ist mir lustig mit Mengen Hunger. Schön immer Elefanten mitnehmen. Authentisch machen, ne? Guang Xing. Wo ist Guang Zu, der römische Kaiser? Wo hast du den denn gelassen? Seinen komischen Lorbeerkranz da. Vom Charakterporträt. Guang Xing sieht richtig lame aus. So, der Guang Zu weiß, wie das hier ausgeht, deswegen kommt er nicht. Dann komme ich zu ihm. So sieht's aus. Da ist er. Einfach steht er da rum in dem Nirvana. So. Einen Leisten runterkriegen, kommt ihr bei. Ey, Gunning. Da klebt mir schon wieder im Hintern. Genau wie im letzten Part, ey. Sonne ist back. Bisschen spät, Kumpel. Ihr habt schon verkackt. Es gibt so einen Lohnabzug. Ey, ohne Witz. Ich habe schon die Organisation der Dynasty Warriors beauftragt, dass du auf jeden Fall eine Nachschulung bekommen sollst. Internationale Kriegerorganisation ist nicht stolz. So. Leo Bay mit deinem Poser-Pferd. Tschüss. It's time. Oh, die brennen so schön. Jetzt brennen sie noch mehr. Taste my blade. Gott, diese feinen Bosse sind immer so einfach in dem Spiel hier. Ist ein bisschen lame. Das kann man auch kritisieren. Das war der Son Jian Musumos. Echt, es ging richtig locker von Hüfte. Schuh ist gefallen. Wir sind siegreich aus der Schlacht hervorgegangen. Wu hatte eine starke Verteidigung errichtet. Es wird nicht einfach sein, sie zu besiegen. Unser Ziel ist eine ewig währende friedvolle Regentschaft. Sagt der schwertschwingende Sohn vom Tier von Jiang Dong, ist klar. Tempo, Angriff, Reichweite. Ja. I mean, ist immerhin das coole Ding drauf. Nehme ich dann tatsächlich lieber. Ui! Geil. Finde ich cool. Besser als Schattenelement, was ich. Ah, haben wir schon so ein. Abwehr, Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsreichweite. Schlechte Stats. Schade. Naja. Waffentechnisch wieder nichts so cool. Legendäres Pferd, was? Na gut. Ich nehm's eh nicht. Hab schon coole Pferde und alles. Juhu, Juhuan, Schamurke, Yiling, Madai, Wang Zu, Yang Yi, Zhuge Jin, Zhou Xin. Und wir kommen noch das hier. Sun Tzu, Sheng Zhang, Huang Gai. Fürs Durchspielen des Musumodus. Cool, oder? Wir schreiben das 2. Jahrhundert nach Christus. In China herrscht das totale Chaos. Am Hof des Han-Kais herrscht zügellose Korruption. Das Volk muss unter Leben der Armut leiden. Und Räuber ziehen durchs Land. Ein paar Leute jedoch versuchen, Ordnung in diese Welt zu bringen. Loyalität, Streben, Liebe, Verzicht, Macht. Sun Jian ist Nachfahre von Sun Tzu. Und ein brillanter Stratege. Der Sieg über eine Piratenbande machte ihn bekannt. Okay. Okay. Wird mir alles so ein bisschen rekapituliert? So schnell kann ich echt nicht lesen. Im Jahr 191 trat Sun Jian auf Binden von Cao Cao der Vereinigten Truppen gegen Lun Zhu bei und griff das die Shuito an.
Dongjus General Wu Xiong und der berühmte Krieger Lu Bu fallen. In einer hitzigen Schlacht gelang es der Vereinigten Truppe mit Hilfe von Sun Jian, die Verteidigung von Dongju zu schlagen. Dieser Sieg mehrte Sun Jians Ruhm, bildet der Ausgangspunkt für seine weitere Karriere. Schreibt er so in seinen Lebenslauf. Sun Jian drang in den verborgenen Schatzort ein. Dort traf er auf Hu Yuanzhu, einen Schatzbewachter, besiegte ihn und nahm den Schatz in Besitz. In einer wilden Schlacht gelang es Sun Jian Wu Xiong zu töten und sich Shui-Tor zu verlassen. Fand sich jedoch in Banulator wieder. Dongju sowie der große Lu Bu waren ebenfalls dort. Sun Jian trieb von den Truppen mit unermüdlichem Einsatz voran, sodass sie Dongju schließlich besiegten. Nach der Schlacht von Sun Jian in Liu Yang lehnte der kaiserliche See im Weiß, dass er Schicksal auf seiner Seite stand. In dieser Schlacht rettet Sun Jian die Dorfbewohner von Bandinen und wurde damit für die kommende Generation zur Legende. Weil Dorfbewohner gerettet hat, natürlich. Unter Führung von Sirs zweiten Sohn Sun Quan schenkt den Kriegsfürsten, die nach dem Tod von Dongju und die Zentralebene des Zhang und kaum Aufmerksamkeit versucht, seinen Einfluss in Jiangdong auszubauen. Zuzu hatte sich vergrößert nach dem Sieg von Yuan Shao, ja. Ja, der Text geht so schnell weg, ich hasse es. Nachdem Sun Jian einen verborgenen Schatzort gefunden hatte, kämpfte er gegen den Wächter Yuji, besiegte ihn und nahm den Schatz an sich. Beflügelt durch den großartigen Sieg bei Chibi griff Wu Yifei an. Scheint zu erwarten zu sein, dass sich die kleine Wei Mi ganz auf die Verteidigung konzentrieren würde, doch stattdessen fegte General Zheng Liao über das Schlachtfeld. Mit Hilfe von Sun Jian und anderen konnte die Wu-Truppe jedoch gegen Wei standhalten und Zheng Liao besiegen. Nach dem Sieg schien die Macht von Wu schon bald auch auf der Zentralebene überzugehen. Kämpfte gegen Kotaro Fu, mein Schatzbeschützer. Okay. Nachdem Ye Bei von der Wu-Armee besiegt worden war, verloren die Wei-Truppen jeden Kampfeswillen und die Gefahr aus dem Norden hat sich vermindert. Doch dann griff die Shu-Armee von Jing an, um den totalen Sieg von Wu zu verhindern. Sun Quan befahl Ye Bei zu töten. Schließlich wurde Ye Bei doch noch besiegt. Wei gab angesichts der Entwicklung auf und überließ Wu die Vorherrschaft über China. Nachdem Sun Jian einen verborgenen Schatzort gefunden hatte, kämpfte er gegen den Wächter Zhu Wu, besiegte ihn und nahm den Schatz an sich. Das ist historisch gesehen nicht akkurat, aber sollte auch nicht. Schreiben wir unsere eigene Geschichte. Das ist so ein bisschen der Sinn dahinter. Cool. Volle Punktzahl in den letzten zwei Schlachten. Interesting. Und hier mal wieder die Credits. Ist es nicht schön? Oh, ich freue mich auf ein paar Wu-Charaktere, Leute. Ich freue mich richtig. Tai Shi Si, Sun Quan, Shakya, Ling Tong, Zhou Tai, auf die freue ich mich richtig. Ich spiele echt gerne. Das wird cool. Auf die anderen freue ich mich nicht so. Ja, doch, vielleicht Dings. Sag schon. Zhou Yu ist noch ganz cool, ne? Zhou Yu ist ganz cool. Gab es ja auch schon seit Dynasty Warriors 1, so wie auch Luxun. Weil Luxun ist nicht so toll zu spielen. Muss viel schneller sein. Ich weiß nicht, warum der so langsam ist. Vielleicht finde ich eine Waffe, wo man die Angriffsgeschwindigkeit boosten kann. Da macht Luxun auch Spaß. Hui, willst du hier, warum jetzt hier mal Chao auftaucht? Das ist mir Rätsel. Ja, dich. Dich meine ich, teile ich sie auf. Dich freue ich mich irgendwie. Wir nehmen auf jeden Fall. Da die Wu-Truppen die meisten Offiziere haben, gehe ich davon aus. Ich bleib mich mal hier wieder ein. Gehe ich davon aus, dass wir nicht alle Charaktere zeigen können. Ist halt so. Lu Meng freue ich mich auch drauf. Ich konnte den vergessen. Das ist mein Lieblings-Wu-Charakter mit Sun Jian. Lu Meng wird auch super. Den spielen wir natürlich beim Fahnenschloss. Ganning auch. Ganning ist auch toll. Ja, die würde ich präferieren. Lu Meng, Ganning, Tai Shi Si, Ling Chong, Shakya und so. Der andere muss mal schauen. Sun Tse zum Beispiel habe ich eher weniger Lust. Sun Shengxiang ist auch so lame. Weiß ich. Müssen wir mal schauen. Dachiao ist so lame, die werde ich safe nicht spielen. Außer es gefehlt nur so viele Schlachten. Ja, ich bezweifle es. Produced by Omega Force. Yay. Das war der Musumus von Sun Jian. Das war der Part. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt. Schlaf von Yao Zi, wa? Gucken wir mal, ob es in der Mannwelt geht. Ja, Shaodun ist auch egal. Ich wollte ja nur gucken. Ja.
Nein, Mann, Leute. Nein, Mann. Ja, sie ist Rettung, das wird so episch. Oh, und hier, Chiang Ling, Überfall auf Liu Biao, da kommt noch so viel geiles Wu-Territorium. Oh mein Gott, Leute, da können wir uns echt auf einiges freuen. Das ist die Racheschlacht gegen Liu Biao. Spielen wir wahrscheinlich zum Quan. Nee, da müssen wir Ding. Nee, Gan Ning geht ja nicht. Da spielen wir Ling Tong. Da spielen wir Ling Tong. Ach, das wird episch. Gut, beim nächsten Mal in der Mannschlacht. Ich würde ja schon fast sagen, Luxun, ne, bietet sich da am meisten an. Hm. Ich werde nicht Luxun spielen. Ich glaube, wir spielen Genre 3 einfach. Ich guck mal, wie man spielt. Ich guck mal, wie viel Schlacht wir haben, wie viele Charaktere wir haben. Und dann kann ich euch im nächsten Part sagen, wie man nicht spielt. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Jetzt wirklich Daumen hoch, bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!